I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. I still can't stop thinking about Kate. It's like I'm awake in a bad dream. Max. Kann ich sehr gut verstehen, geht mir ziemlich ähnlich. Das kleine Langohr ist wieder alleine. Die Musik gerade wieder so schön zu Beginn von Episode 3. Und dann auch noch die Stimmung gerade. Es ist ziemlich spät. Fast schon Nacht. Draußen wird gezirpt und geuhut. Und es wirkt so ruhig, so schön, der Mondschein. Aber Kate ist nicht da. Aber erst einmal, hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Life is Strange. Hey Bunny, don't be too bummed, but from now on, I'm your new mommy. Oh, wie Max das sagt. Hey Bunny, don't be too bummed, but from now on, I'm your new mommy. Are you a hungry bunny? Here, nosh on this. Oh, süß. Hey Bunny, don't be too bummed, but from now on, I'm your new mommy. See, Lisa, at least I kept you alive. Guess I'm better with plants than people. Die sind einfacher. Musst auch nochmal drüber nachdenken mit Chloe bei den Gleisen. Wie hat sie es geschafft, sich da zu verhaken? Naja, ich sag mal so. Chloe und Max waren ja an der Weiche. Und als der Zug sich genähert hat, dann wurde die Weiche umgestellt. Und dadurch wurde wohl Chloes Fuß eingeklemmt, sage ich mir. Und dann mussten wir sie erst wieder zurück umstellen, damit Chloe wieder freikam. Es war ja genau an der Weiche. I better go meet up with Chloe. Ich denke, ich bin da jetzt auf den Trichter gekommen, wie es sein kann, dass Chloe sich da einfach in diese Lage bringt. Ja. Zug kommt an, er stellt sich die Weiche. Der Zug kommt an und der Zug stellt sich die Weiche einfach um. Und Chloe liegt da gerade mit dem Fuß an der Weiche und dann zack. Ist aber gefährlich, oder? Also abgesehen davon, auf den Gleisen zu liegen. Wenn man die Füße da bei der Weiche hat und die gerade umgestellt wird, der wirkt doch eine Kraft. Und wenn der Fuß dann gerade blöd liegt oder steht, dann knack, durch. Puh. Ist ja zum Glück nochmal gut gegangen. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. Stimmt. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. Wie überblendet das aber auch wieder war. Ich meine, Sonnenstrahlen sind ja schön, aber das war einfach zu extrem. Genauso wie am Ende von Episode 1, oben beim Leuchtturm, mein Mitlieblingsbild. Wenn die beiden da oben am Leuchtturm stehen, die Sonne so schön scheint und man aufs Wasser blickt und hinten noch die Landschaft sieht. Das wirkte auch in dieser Zeitlinie ganz schön seltsam. In dieser Matrix. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Glad the media doesn't waste a second exploiting tragedy. Now Kate's family has to see their daughter's death all over the web like a cat video. And I'm even in this one. Oh, that makes me ill. Cat video. Kate, cat. Man könnte ein Wortspiel draus machen. Neuigkeiten aus Arcadia Bay. Oh nein. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmord auf dem Campus. Arcadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell-Akademie sprang heute vom Dach des Wohnheims auf dem Campus in ihren Tod. Mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Zeugen.
Quellen bestätigen, dass das Opfer Kate Marsh, 18, von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den tragischen Vorfall auf, in welchem eine nicht identifizierte Schülerin versuchte, das Opfer zu beruhigen. Hier klicken für das Video, expliziter Inhalt und weitere Details. Da wird sogar drauf verlinkt. Weiß nicht, ob ich mir das anschauen würde. Wenn ich dort unten gestanden hätte, hätte ich hingeguckt. Das Bild kriegst du doch nie wieder aus dem Kopf, wenn da jemand liegt, so zermatscht, alles voll Blut. Puh. Wenn man doch nur die Zeit anhalten und kurz drüber nachdenken könnte, ob man hingucken will oder nicht. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Liste vermisste Personen, Arcadia Bay, Oregon. Wenn Sie Informationen zum Aufenthaltsort der folgenden vermissten Person haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei von Arcadia Bay. Rachel Amber vermisst seit dem 22. April 2013. Alton Kesey. Kesey, da kommt mir bekannt vor, der Name. Hatten wir den auch in Tell Me Why? Der Name, der Nachname kommt mir schweinebekannt vor. Vermisst seit dem 10.11.2001 Melissa Lee Grayson. Vermisst seit dem 22. März 1997. Winston Smith vermisst seit dem 8. Juni 1984. Ja, wird jetzt bestimmt noch gefunden nach 27 Jahren. Sunshine Ray, richtiger Name, unbekannt, vermisst seit dem 14. Dezember 1973. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Rachel. Der Ohranhänger. This is such a moving piece of cut and paste Blackwell bullshit. Nobody here had Kate's back. Too little, too late. Ich würde es besser finden, wenn man erst mal lesen muss und erst dann der Kommentar von Max kommen würde, damit man einen direkten Bezug dazu hat. So muss man jetzt erst mal lesen und dann verstehen, was da jetzt überhaupt Sache war. Lieber Max Caulfield, wie Ihnen sicher bewusst ist, hat die Blackwell Akademie diese Woche mit dem tragischen Tod von Kate Marsh, eine geschätzte und geliebte Schülerin, verloren. Ja, ist uns bewusst, weil wir standen daneben. Jeder, der Kate getroffen hatte, ob Schüler oder Fakultätsmitglied, kannte sie als freundliche, intelligente und talentierte Person mit strahlender Zukunft. Die Belegschaft der Blackwell Akademie hat sich des sozialen und akademischen Traumas bewusst, das mit so einem örtlichen Vorfall einhergeht. Und wir glauben, dass es notwendig ist, direkt von den Schülern von ihren Gedanken und Sorgen zu erfahren. Wir ermutigen Sie, unsere 24-Stunden-Hotline 1-800-Blackwell anzurufen. Wie gibt man Blackwell ein? Um mit einem professionellen Berater über jedwede Fragen oder Situation zu reden. Mit anderen Worten, Blackwell steht hinter Ihnen. Direktor Wells. Schickt da auch irgendwie an jeden und dann sagt die Datenbank, ah hier, maxcaulfield@blackwell.ed. Schreib Anrede Frau, also Liebe, Max Caulfield aus der Datenbank und dann ist es einfach ein generischer Text, den jeder bekommt. Ja, man hätte das auch verhindern können. Das, was Kate widerfahren ist, da drehen wir uns wieder im Kreis oder da sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Man hätte das so gut verhindern können, wenn alle einfach nicht so arschig gewesen wären und überhaupt, wenn da einfach schon mehr gemacht worden wäre in der Hinsicht, Mobbing und so. Yes, now everybody loves Kate Marsh. Auf They einmal. Bullied her and now post their feels? Hypocrites.
Absolut, Max. Kate Beverly Marsh. Taylor Christensen. In unseren Herzen. Forever, ja. Was war beim Zähneputzen? Victoria Chase. Requiescat in passé. Oh Mann, ey. Es sind halt gerade die. Gerade die ersten beiden. Max hat's ja schon gesagt. Heuchler. So viele, einfach nur Heuchler. Evan Harris, ich werde dich nie vergessen und ihnen nie verzeihen. Gut, ihm, denke ich, kann man es auch abnehmen. Mark Brerington. Wir lieben dich, Katie. Die Kirche weint um dich. So jemand aus der Gemeinde, wo Kate aufgewachsen ist, so in etwa, aus ihrer alten Heimat, schätze ich mal. Alyssa Anderson. Ich werde mich an dein Lächeln erinnern. Courtney Wagner. Wagner. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht. Die gehört ja genauso dazu. Pater Lamont. Matthäus, ja, hat viel gebracht. Womöglich habe ich es einfach verkackt. Selbstmord eine Sünde? Ich meine, Gott schenkt das Leben und... Also jetzt spreche ich sowas von unwissend, aber wenn Gott das Leben schenken sollte... Darf man sich oder eben das Leben, in dem Fall eben sich, nehmen? Eher nein, oder? Dann Sünde. Aber da stecke ich überhaupt nicht im Thema. Zach Riggins, die Blackwell Bigfoots versprechen, das nächste Spiel in deinem Namen zu gewinnen. Ja, vielen Dank. Ach, also ich kann der Max nur so zustimmen, Heuchler. Man. I really turned a molehill into a mountain. I feel bad for Mr. Jefferson about this. Nein, Max, nein. Jefferson tut dir nicht leid. Ja, hier müssen wir auch nicht jeden über einen Kamm scheren, überhaupt nicht, aber wenn ich auf gewisse Personen gucke, was sie jetzt dazu sagen. Bäh. Unterstützt Mr. Jefferson. Diese Seite wurde von Schülern entworfen, um Mr. Jefferson zu unterstützen, nachdem er ungerechterweise und aus unbekannten Gründen als Repräsentant der Blackwell Akademie für den nationalen Wettbewerb Helden des Alltags in San Francisco abgezogen wurde. Wir stehen in keinerlei Verbindung zur Fakultät und sind nur Schüler, die ihrer Wut Ausdruck verleihen möchten, dass einer der beliebtesten und angesehensten Professoren Blackwells so schlecht behandelt wird. Mr. Jefferson ist das Gesicht der Fotografie auf dem Campus und eine Inspiration für viele Schüler. Bitte klicke Gefällt mir, wenn du Mr. Jefferson unterstützen möchtest, unterstützt und möchtest, dass die Schule ihre Entscheidung zurücknimmt. Hinterlasse Kommentare unter, unten. Vulgäre Ausdrücke werden gelöscht. Anonym. So eine verfickte Scheiße. Wie war das mit vulgäre Ausdrücke werden gelöscht? Da schläft wohl jemand. Brooke Scott bringt Mr. Jefferson zurück. Warren Graham, Jefferson Power. Ach Warren, wenn du wüsstest. Ich mache niemanden Vorwurf, ich meine, er hat das alles sehr gut versteckt, bis Max in die Dunkelkammer kam. Keiner, nicht mal der David, der übervorsichtige und sicherheitsfanate David, hat das auch nicht geschnallt, was da abgeht. Insofern brauche ich hier nicht sagen, Brooke oder Warren, oh Mann, seid ihr doof oder Max, aber wir wissen halt mehr. Hayden Jones, ist sonst noch wem aufgefallen, dass diese Woche echt seltsamer, Scheiß in Blackwell abgeht? Alyssa Anderson, ich boykottiere den Unterricht, bis er wieder da ist. Victoria Chase,
Mein wichtigster Grund, nach Blackwell zu kommen, war Mark Jefferson. Daniel Da Costa. Bitte erlauben Sie, Mr. Jefferson zurückzukommen. Er ist der beste Lehrer, den ich je hatte. Ja, und er tut meinen Mitschülern böse Sachen an. Er ist der Allerbeste. Juliet Watson, erstellen wir eine Petition. Schickt mir eine Nachricht für Details. Okay. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Immerhin kann man bei Juliet sagen, sie fackelt nicht lange und macht einfach was. Hier, wir sammeln und dann geht's ab. Nicht einfach nur, ja, ist er doof, jemand sollte was machen. Nein, das Heft in die Hand nehmen. Zeit ist Quatsch, Douglas Adams. Anonym. Epischer Sturz. Victoria Chase. Hoffe, du hast wenigstens ein gutes Selfie gemacht. Ja, vielen Dank, Victoria. Courtney Wagner. Hättest Kate vielleicht nicht helfen sollen? Vielen Dank. Dana Ward. Du bist die Einzige, die sich wirklich gekümmert hat, Max. Dana ist super. Zachary, auch genannt Zach Riggins. Wenn wir ein Spiel verlieren, stirbt niemand. Ich wollte es bloß gesagt haben. Boah, wie doof bist du eigentlich, ey? Ja, als er mit Logan Football gespielt hat, wie er Max abgewiesen hat, da war er wieder ziemlich bei mir durch. Dann hätte man meinen können, später nach der Sexterei, als wir ihn im Schulgebäude wieder getroffen haben. Okay, er ist gar nicht so doof, aber das jetzt wieder, wenn wir ein Spiel verlieren, stirbt niemand. Ich wollte es bloß gesagt haben. Boah, das ist so dumm. Hayden Jones, ouch. Vielen Dank für deinen Kommentar, Hayden. Geh weiter Drogen schnüffeln. Anonym, brenne du Schlange. Offenbarung 20.10 Uhr und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Brenne! Juliet Watson, hey, ich würde dich gerne interviewen. Wenn es dir zeitlich passt, schick mir eine Nachricht. Oh Mann. Die Kotzdenken, die wieder denkt an die Sensationsgeilheit. Anonym, wow, die Alte ist geplatzt. Du hast sie fallen gelassen wie ein Ei. Wie war das? Ei? Die Zeit ist ein Ei und das Ei ist kaputt. Kate war die Zeit. Das Ei. Wenn ich sowas sehe, weiß ich, glaube ich, auch wieder, warum ich mir sowas überhaupt nicht gebe. Solche Plattformen, wo man sein eigenes Profil hat. Also ich meine jetzt hier Gesichtsbuch und Co. Ich meine jetzt nicht YouTube. Was die für einen geistlichen Dünsches hier einfach abgeben, die meisten. Es ist echt, ey. Sowas schreiben wie, hey, Kate, wir denken an dich und Ruhe in Frieden und alles. Aber dann gleich bei der nächsten Person weitermachen mit so einem Scheiß. Die haben 0,0 daraus gelernt und da merkt man nochmal umso mehr. Das ist einfach Heuchlerei. Widerlich. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. You know you're hurting when you don't give a shit about music. Musik anmachen. Kate, Cry, warte, I swear I will use all of my power to find out who really pushed you off that roof. Boah, Max hat's hier so schön. Es ist nur ein Zimmer wie jeder andere Schüler auch eins hat, aber bei Max gefällt's mir. Die ganzen Theorien. Das ist ein Chaos, das ist eine Theorie, das ist Chaos-Theorie. Ah, der Spiegel, Chloe hat auch so einen.
Das ist blaue Schminke. Na sowas. Max, du bist doch nicht etwa geschminkt, oder? Ach doch. Steht dir. Lampe. I have to be extra crispy careful, so I don't get caught outside the dorm this late. Er ist ein bisschen... Also das Licht hier hinten ist gemütlich, aber das ist einfach nur grell hell. Es wirkt nicht gemütlich. Aber besser ist gar kein Licht. Jeepers, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Weiß nicht warum, aber ich habe jetzt Max Eimer gelesen. Eimer? Oh Mann. Come on, Max. No more tears. You have to act, not react. Pretty hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Hm. Die Miss heute, das Gesicht dazu zum durchgestrichenen Englischfach. Oder Englischunterricht. Die Lehrerin wird halt auch vermisst. Waren wir hier schon durch? Das mit der im Wind wehenden Mähne hatten wir schon. Aber hier glaube ich noch nicht, oder? Ich fange hier einfach wieder an. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug. Hier, da. Weicher. Fuß irgendwie blöd dazwischen, dann wird die umgestellt und dann zack, Fuß nicht gebrochen, aber Fuß eingeklemmt. Ich war echt... Mit R, ich war recht stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen, zerstörerische Methode einfiel, Chloe zu retten. Mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Das kommt mir bekannt vor. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich, ja, kennen wir auch, am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens. Trotz allem, trotz der 5 Jahre und trotz all der schönen Erinnerungen mit Rachel und auch der Zeit davor mit Max. Die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Dem ganzen Scheiß, trotz des ganzen Scheiß und trotz des ganzen Spaß, den sie schon vorher im Leben hatte. Es machte mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns, aber was, wenn ich meine Kraft nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartungen runterschrauben. Genau wie ich. Wo ich gerade bei Erwartungen bin. David Madsen unterhielt sich heute mit mir, ohne ein Arsch zu sein. Es ist unglaublich, aber er kann das. Ich dachte, ich krieg eins für meinen angeblichen Joint drauf. Aber er wollte bloß reden. Und zum ersten Mal tat er mir irgendwie leid. Er ist ein Veteran und muss im Kampf schreckliche Dinge gesehen haben. Er will sich nicht mit Chloe oder mir streiten. Aber wegen all dem Scheiß, wegen all des Scheiß, den er mit Kate abzieht, fällt es mir schwer, mit ihm auszukommen. Ich verspreche es zu versuchen. Für den Weltfrieden. Oh, das Wohnheim, das Dach, Kate. Ist das ein Muffin mit Rose drauf? Etwas Komisches ist passiert. Als sei nicht alles in letzter Zeit komisch. Ich sah Kate vertieft in eine heftige Diskussion mit Jefferson, bis sie in Tränen aufgelöst weglief. Ich hätte furchtbar gern ganz nebenbei gefragt. Oh, übrigens, was ist mit Kate los? Es würde er es mir erzählen. Kate vergöttert Jefferson quasi. Also was hat er gesagt, dass sie so aufgebracht war. Wenn Kate ihn vergöttert hat und er ihr nicht helfen konnte, dann war sie einfach nur todtraurig. Gerade als ich mich wegen Chloe und mir gut fühlte, komme ich in Jeffersons, müsste heißen, Klasse und sehe Nathan und Victoria auf meinem Tisch sitzen.
Angriff des Doppelarschlochs. Oh ja. Die Farben dazu. Man könnte meinen, das sind Flügel, aber die Flügel haben nicht funktioniert. Meine Liebe. Kate Marsh hat sich umgebracht. Meine Hände zittern noch, aber ich muss das jetzt zu Papier bringen. Zu Beginn von Jeffersons Stunde stieg Kate aufs Dach des Mädchenwohnheims, um zu springen. Alle Schüler und Lehrer sahen ihr zu, als sei es ein Freiluftkonzert in Blackwell. Ich sah sie tatsächlich springen, konnte sie aber durch Zurückspulen wieder aufs Dach bringen. Ich drängte mich mehr an als je zuvor und hielt irgendwie komplett die Zeit an. Ich schaffte es aufs Dach, aber mein Kopf drohte zu platzen. Ich merkte, ich würde nicht mehr zurückspulen können, um Kate zu retten. Ich musste sie so zur Umkehr bewegen. Ich habe versagt. Das ist halt so bitter. Es ist nicht nur ein Videospiel. Chloe hat gesagt, das hier ist kein Videospiel. Und ich kann nicht sagen, Max hat versagt. Weil ich es ja mindestens genauso verkackt habe. Und deswegen ist das süße Langohr jetzt alleine ohne Kate. Sie war schon so verletzt wegen des Videos Max und wegen dem Mobbing, dass sie mir nicht glaubte. Du siehst Filme, in denen Leute jemanden einen Selbstmord ausreden, aber es ist ganz anders, wenn du diejenige bist, die das Reden übernimmt. Weil sie mir nicht glaubte oder es vielleicht auch einfach nicht wollte. Ich habe es versucht, aber Kate ist tot. Wie im Klischee lief alles in Zeitraffer ab. Aber leider war es Echtzeit, kein Zurückspulen möglich. Ich konnte Kates Gesicht beim Sprung sehen und nie werde ich den Ausdruck in ihren Augen vergessen. Sie wollte nicht springen, sah aber keinen Ausweg. Ihre Augen spiegelten totale Verzweiflung wider. Ich sah, wie ihr Körper sich im Fall wand, als würde ihr klar, was geschah und als würde sie noch ängstlicher. Himmel, ich glaube nicht, dass ich das hier schreibe. Nach ihrem Sprung komme ich mir sehr merkwürdig vor. Ist allein auf dem Dach. Kate war dort und dann fort. Ich konnte die Menge schreien hören. Auf keinen Fall wollte ich ihre Leiche am Boden sehen. Ja, da hat es Max in der Hinsicht noch gut. Sie musste erst über die Kante blicken, um zu sehen, was war. Ob man sich, wenn man da jemanden fallen sieht, direkt vor die Füße von einem, dann automatisch wegdreht, tja. Der eine macht's, der andere nicht. Aus Reflex. Ich war wie betäubt. Oh, mir kullern schon wieder zwei Tränen. Ich drehte einfach um und stieg die Stufen herunter. Mein Schädel brummte und mein Körper war vom Zurückspulen erschöpft. So musste sich ein Zombie fühlen. Innerlich tot. Take me back. Kate. Das ist aus dem Magazin. Ist das sowas wie ein Auge der Vorsehung? Als ich nach draußen trat, lag ihre Leiche am Boden. Sie war von Sanitätern umgeben, während die Polizei die Schüler zurückhielt. Kate ist das Opfer all derer, die unten standen. Naja, alle. Dana stand da bestimmt auch, aber ja, auch Dana hätte was machen können. Zwar nicht so viel wie manch andere, aber jeder hätte was machen können. Insofern ist schon Kate das Opfer aller da unten. Letztendlich auch von Max, weil sie es halt nicht geschafft hat. Sie war letztendlich auch nicht genügend entscheidend da. Und was ich auf Max beziehe, kann ich genauso auf mich beziehen. Und ja, kein Videospiel, aber ich habe mit ihrem Leben gewissermaßen gezockt.
Kate ist das Opfer all derer, die unten standen. Sie wollte sie in diesem Video begaffen und jetzt taten sie das Gleiche mit ihrer Leiche. Und was habe ich getan, um sie am Leben zu halten? All meine umwerfenden Superkräfte waren nutzlos. Ich bin keine Heldin. Sugar. Irgendwas. Als reiche es nicht, dass Kate tot ist und ich wie betäubt bin, Direktor Wells musste mich auch noch ausquetschen. Es war surreal, in seinem schäbigen Büro mit Nathan Prescott, David Madsen und Mr. Jefferson über den Grund für Kate Selbstmord zu reden. Ich war wie ein Roboter auf Automatik geschaltet. Ich sah immer noch Kates Gesicht während des Falls vor mir. Schließlich sagte ich dem Direktor, dass ich Kate nach einer Unterhaltung mit Mr. Jefferson weinen sah. Ich wollte ihn nicht beschuldigen, hielt es aber für wichtig. Vielleicht habe ich's versaut, meinem Lieblingslehrer zu verpfeifen. Lieblingslehrer, ja, boah, die Fresse. Ich konnte sehen, dass ich Mr. Jefferson enttäuscht hatte. Der Direktor war offensichtlich noch enttäuschter. Er zog Jefferson als Repräsentant des Helden des Alltagswettbewerbs ab. Es war erwartet. Ich bin so verwirrt. Wie kann ich zu Mr. Jeffersons Unterricht gehen, nachdem ich seinen Ruf ruiniert habe? Muss ich ihm trotzdem ein Foto für den Wettbewerb geben? Ja, und der wird nach der Aktion wieder was hinter die Binde kippen. Ist das Kate und sind das all die Schüler, die sie begaffen, wie sie da liegt? Kate, der Knopf. Oh, Max und Warren. Sonnenfinsternis. Ich brauche Urlaub. Ich saß mit Warren auf dem Rasen, um das Gras unter mir fühlen und die Wolken beobachten zu können. Er ist so lieb und sagte mir, ich hätte alles nur Mögliche für Kate getan. Obwohl ich weiß, dass dem nicht so ist. Ich sagte Warren, dass etwas Ominöses in Blackwell vorgeht. Rachel Amber, Chloe und jetzt auch Kate waren alle Opfer. Mich eingeschlossen, wenn ich weiter Detektiv spiele. Ich hätte ihm gern von meiner Kraft erzählt, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und um den Tag auch möglichst surreal enden zu lassen, wurde es dunkel und am Himmel war eine komplett unangekündigte Sonnenfinsternis zu sehen. Was ist bloß los in Arcadia Bay? Ja. Die Lisa. Ach, der Schmetterling. So schön. Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir wissen, es ist schmerzhaft und wollen hören, wie es dir geht. Also melde dich bitte. Und wenn du etwas Zeit hier verbringen wirst, unsere Tür steht dir immer offen. Wir lieben dich. Heute ist der 8. Oktober. Es ist ja mittlerweile 22 Uhr noch was, ne? Ich rufe sofort an, liebe euch. Es tat so gut, deine Stimme zu hören. Denk an unsere Unterhaltung. Du warst für deine Freundin da, als es sonst niemand war. Und Kate hat ihre Entscheidung getroffen. Mehr konnte niemand von dir erwarten. Du bist unsere Heldin und wir lieben dich über alles, Maxine. Niemals Maxine. Ruf uns jederzeit an, wenn du reden willst. Oder komm vorbei. Wie die Nachrichten automatisch dann die Konversation nach unten rutschen, das ist so... Oh. Nach dem Telefonat mit den Eltern. Hey Max, ich will dich nicht bedrängen, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Ich weiß, heute war hart, aber du hast mehr als jeder andere getan, um Kate zu helfen. Ich bin stolz auf dich. Mach dir keinen Kopf wegen Autokino. Wenn du zum Planet der Affen flüchten willst, bin ich dabei. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin immer hier. Kuss und Umarmung. Der Warren ist super.
Danke, Warren. Ich verarbeite es noch. Ich Trottel habe Jefferson aus seinem eigenen Wettbewerb fliegen lassen. Ich rufe dich später an. Okay? Na, es ist schon 23 Uhr, paar zerquetschte. Ach, und Chloe dann gleich wieder mit, ah, ich erschreck dich. Ja, das ist dann auch wieder so eine Szene von, ach, Chloe, warum? Naja, sie ist halt, wie sie ist. Und sie ist halt super, aber hat halt auch wie jeder andere so seine Macken. Aber ja, das ist dann wieder so ein Moment, wo man sich fragt, oh, Chloe, muss das sein? Max, denke gerade an dich. Wie geht's dir? Nee, Quatsch. Tut mir leid wegen Kate. Aber für dir geht's gut. Ich flippe aus wegen der Sonnenfinsternis. Finden wir raus, was los ist. Zusammen. Färmer. Max, denke gerade an dich. Wie geht's dir? 3 Stunden später. Fertig. Zittere wie Espenlaub. Tut mir leid. Aber du hast getan, was sonst keiner konnte. Scheint so. Wegen mir wurde mein Lieblingslehrer suspendiert. Bravo, Max. Alter, du hast es drauf. Hör mal. Etwas Merkwürdiges und Gruseliges geht im Blackwell vor sich. Es wird Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool? Ich muss dir was zeigen. Triff mich vorm Campus. Schwing die Hufe und zwar sofort. Ich muss Chloe treffen. Ich kann mich nur wiederholen. Dieses Gezirpe generell. Nächte sind schon was Tolles. Klar, arschkalt ist jetzt nicht so schön. Da ist man dann wirklich ungern draußen bei Nacht. Bei Minusgraden. Aber bei so 5 oder 10 Grad, das hat schon was. Diese frische Luft und dann auch diese Stille, diese Ruhe. Considering all the crazy shit I've done the past days, sneaking out is nothing. Oder im Sommer, wenn es draußen so, sagen wir mal, 15 Grad sind und auch dieses Gefühl dann, alles ist so still, es zirpt und ist doch irgendwie noch halbwegs angenehm warm. Ich mag das. Aber ich mag ja auch, wenn der Tag gerade beginnt oder wenn die Sonne gerade schön scheint am Mittag oder so. Im Grunde ist halt alles schön am Leben, aber es gibt halt immer wieder so ein paar Sachen, wo man sich sagt, oh, muss das sein? Aber solche Momente, solche Abende, gut, die Stimmung gerade ist zwar nicht so schön, aber der Hintergrund dazu, die Hintergrundgeschichte. Aber allein nur diese Stimmung gerade einzufangen. I'm so tired, but I can't stop now. Die da draußen herrscht, das ist einfach Gold wert. Bewusst leben, ja, sollte man auf jeden Fall tun, immer und zu jeder Zeit, so gut es geht. Aber gut, ich würde sagen, eine ganze Folge hier im Zimmer verbracht. 40 Minuten. Obwohl nicht zum ersten Mal. Naja, es ist halt wie es ist und es ist gut so, mehr oder weniger. Was mit Kate ist, ist nicht so gut. Überhaupt nicht. Aber nächste Folge dann, Chloe draußen und dann geht's der Direktorentür an den Kragen und dann ins Schwimmbad. Das sind dann wieder schöne Momente. Ach, und ja, bevor ich es vergesse, besonders drauf achten. Süß. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.